Huhu, Leute, ich bin Flasche. Willkommen zu Let's Play Sea of Solitude. Wir haben in der letzten Episode Sunny gerettet, unseren kleinen Bruder, der in der Schule gehänselt worden ist. Und zwar richtig krass von ganz vielen von seinen Fake-Freunden, die ihn richtig fertig gemacht haben. Er ist jetzt auf diesem schönen Hausboot und wir müssen da jetzt hinterherfahren, erstmal. Er hat zum Glück auf uns gewartet, aber wir fahren einfach mal hinterher. Wir dürfen allerdings nicht mit aufs Hausboot. Anscheinend haben wir es noch nicht verdient, ebenfalls dort zu leben. Wir folgen aber einfach mal. The first monster, she said such terrible things about me. But they were true. She told me, I only cared about myself. I didn't see it before now, I swear. Ah, okay, jetzt kann man sogar das... I finally really listened to Sunny. That's all that matters now. Das stimmt, das erste Monster, das haben wir vielleicht sogar falsch interpretiert, dass das gar kein Selbstzweifelmonster war. I'll see the girl again. It feels like a lifetime since I met her. Das war vielleicht gar kein Selbstzweifelmonster. Was wir da am Anfang gesehen haben, vielleicht war das ein schlechtes Gewissen Einredemonster oder sowas, weil wir damals unseren Bruder sozusagen vernachlässigt haben. Kann natürlich auch sein. Jetzt gibt's wieder neue Interpretationsmöglichkeiten dafür. Naja. Ach stimmt, und das Mädchen, was wir ganz am Anfang in der ersten Episode gesehen haben, das haben wir immer noch nicht wiedergefunden. Aber jetzt fahren wir hier aber in einen Sonnenuntergang. Ziemlich cool aus, wie es hier auf einmal so ist. Hinter uns ist noch normal blauer Himmel. Vor uns geht die Sonne langsam unter. Und da hinten sehen wir schon wieder einen Strahl. Wurde gerade kurz angezeigt. Da müssen wir vermutlich... Ah, da ist er wieder. Müssen wir vermutlich hin als nächstes. Aber dieses Ding zeigt immer noch... Oh, jetzt passiert... Oh! Jetzt ist das Boot gecrashed. Okay. Schnell hin. Just stay there. There's gotta be someone who can help us. I'll have a look around. Okay, das Boot kommt jetzt schon mal nicht mehr weiter. Das heißt, wir müssen jetzt Hilfe holen von da hinten. Gucken wir mal, was da ist. Aua, sorry. Okay. guckt mal, der ist sogar auch in diese ertrinkende Gestalt. Ist das vielleicht sogar Sunny? Das haben wir ja schon beim letzten Mal nicht ganz rausfinden können, ob das Sunny ist oder Kay. Aber genau ausgerechnet in diese Statue, die wir schon mal gesehen haben, die vermutlich was zu sagen hat, genau in der ist der jetzt reingefahren. Aha. Ready to take another swim with me. Ah, und das Monster ist wieder da. Oh, come on, Kay. You used to give in to temptation all the time. You know you want to. Okay. Ich frage mich, was mit der Versuchung gemeint ist. Aber da, ich glaube, da hinten sehen wir jetzt sogar auf diesem Schlangenmonster, auf dem Kraken, sehen wir unsere Freundin aus der ersten Episode. Ich finde das Ganze hier, das ist ja sowieso schon krass, was man in diesem Spiel sieht, wie das alles dargestellt wird. Wenn man jetzt auch noch denkt, dass das im Prinzip die eigenen Erfahrungen einer dieser Entwickler war von dem Spiel, von dieser, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, ehrlich gesagt, Gebhardt mit Nachnamen, genau, die hier auch der Chef von Yomai ist, dann ist das wirklich krass, dass das alles ja auch anscheinend so die echten Erfahrungen waren. Kapitel 5, One. Okay. Aber sie lebt noch. There you are. Thank goodness you're okay. Oh, hi. I've been searching everywhere for you. But instead I found her. Riesen Medusa-Gesicht ohne Nase. Hi. I'm Kay. Leave me alone. I'm trying to focus. Weibliches Monster. Everyone wants something. I have no time for other people's problems. It's not always about you. Typical. Avoiding responsibility like a coward. Now she is your problem. Ah, good.
Now, where was I? Wah! What's this? Haven't I done enough? If you want help, go to him. Oh. At least you didn't need me. Soll ich mal wieder frei in die Luft interpretieren? Hey, Chloe, did you see where the girl went? She was just here. Das hier ist nämlich weibliches Monster. Und die hat sich gerade mit männliches Monster da hinten gestritten. Look what Jack gave me. This is the band I was telling you about. It's their new album. I'm sorry, I have a bit of a headache. I know. Isn't it the best? And he's the best. I could kiss him. He's so romantic. Ew, Kay. That's so gross. What, Sunny? You want a kiss too? Ew, no. Okay. Wait. If that's Sunny and me, is that my... Genau, die Mutter, glaube ich, nämlich. Ich glaube, das hier ist die Mutter, die sich nämlich ebenfalls nicht wirklich um die Kinder kümmern wollte, die totalen Stress hatte mit dem Vater, was das Monster war, was da hinten hochgeklettert ist, dieses Chamäleon. Die haben sich also gestritten und die Mutter hat immer gesagt, ja, wenn ihr Probleme habt, geht zu ihm, ich will mir eure Probleme nicht anhören und sowas. Und ja, das muss man, glaube ich, so interpretieren. Das heißt, auch die Eltern haben sich nicht gut um die Kinder gekümmert. Und haben nicht richtig zugehört. Also im Prinzip genau das gemacht, was auch Kay eine Zeit lang mit ihrem Bruder gemacht hat. So, ist jetzt unser Schiff eigentlich weg? Wir müssen jetzt auf jeden Fall wieder aufpassen, weil jetzt ist der Fisch wieder da, der da hinten irgendwo rumschwimmt. Die Musik ist auch ganz cool. Auch diese ganzen Tentakel, die jetzt hier sind. Die Mutter ist echt riesengroß. Die hatten eine Riesenmutter, die Kinder. Ja, jetzt kommt der Fisch natürlich genau hier hin, oder? Nee. Muss ja nur einmal, ja, das ist weit genug weg, das werden wir schon schaffen hier, den Weg. So, hoch, sehr gut. Und weiter. Okay, also krasse Familiengeschichte hier, muss ich sagen. So. Papa? I thought he was coming with us. No, it turns out he doesn't really like hiking. This whole trip was his idea. I'm surprised by a lot of things he says lately. Okay, aber jetzt schien die Mutter. Jetzt hat die Mutter was mit den Kindern gemacht und der Vater war nicht dabei. Gerade hat's ja noch so ausgesehen, als ob hier der Vater der Bösewicht ist. Achso, wir müssen gar nicht nach da, ne? Wir müssen nach da. Am Anfang sah es so aus, als ob die Mutter der Bösewicht ist, der sich nicht richtig um die Kinder kümmern will und alle mit allen Problemen immer sagt, ja, geht einfach zu eurem Vater und fragt den. Aber jetzt gerade hier, dieser Wanderausflug, den die anscheinend gemacht haben, da war die Mutter dabei und aber der Vater dafür nicht. So, da müssen wir rüber. Okay, Fisch, geh weg. Ja, jetzt schwimmt der genau da lang. Ja. Aber es sieht cool aus hier, aber warum die keine Nase hat, weiß ich nicht. Irgendwie müssen in letzter Zeit Bösewichte immer ohne Nase dargestellt werden. Denkt mal an Harry Potter, denkt mal an Red Skull. Mama, I don't get it. Jack is so distant lately. Okay, I have my own things to deal with right now, okay? Your father... But I'm just confused. Jack used to be the most lovely man on the planet. But now he... Is he never really there anymore? Okay, jetzt haben wir hier das nächste Problem, also jetzt ist, jetzt geht es nicht mehr um Sunny, dass es ihm schlecht ging, sondern erstens, dass sich die Eltern nicht richtig um ihre Kinder gekümmert haben und sich deren Probleme angenommen haben, sondern auch, dass Kay selbst halt Liebeskummer hatte und auch niemand für sie da war, während sie diesen Liebeskummer hatte. Weil anfangs hatte sie ja gesagt, oh, er ist so romantisch und so. Und jetzt kümmert er sich aber. Also ist der Jack, der anscheinend ihr Freund damals war, auch nicht mehr so richtig für sie da. Und distanziert sich so ein bisschen. So, wo ist der Fisch? Oh gut, der ist gerade am Arsch der Welt. Dann gehen wir darüber. Und gehen wir hier hoch.
Langsam haben wir uns an das Spiel gewöhnt, wie das läuft und wie wir hier mit dem Fisch umgehen müssen. Da kommen wir ganz gut voran eigentlich. Mama, wo ist Papa? He said he was going to help me with my karate. Why is he working again? I don't know. How does he never keep his promises? Why does he never do things with us anymore? I don't know! Where is he? I don't know! I don't know! I don't know! Okay, der Vater hat sich ebenfalls genauso distanziert. Und die Mutter wusste auch nicht so richtig, was sie tun soll. Und war selber, glaube ich, so ein bisschen verloren. Krass. Was mich jetzt aber auch interessieren würde, diese ganze Geschichte mit... Da ist eine Flasche. Diese ganze Geschichte mit Sunny jetzt. Ist der jetzt gestorben oder ist er nicht gestorben? Und dadurch, dass wir jetzt im Spiel das letztendlich geschafft haben, ihm zu helfen und ihn zu retten, bedeutet das auch, dass er sich letztendlich doch nicht umgebracht hat, sondern dass Kay letztendlich doch noch geschafft hat, ihnen zu helfen. Also, dass das auch wirklich so passiert ist. Und das zwar eine schwierige Zeit war, aber sie es letztendlich doch überstanden haben, ohne dass er gestorben ist. Weiß ich nicht, weil jetzt ist er ja wieder da. Und wir sind ja jetzt auch im nächsten Kapitel und somit auch im nächsten Problem. Wissen wir nicht, aber an die Flasche kommen wir jetzt irgendwie gerade nicht ran. Holen wir uns vielleicht später, wenn wir unser Boot wieder haben. Wir werden das, denke ich, früher oder später noch bekommen. Aber wo müssen wir denn jetzt hin? Das Spiel hat auf jeden Fall gerade gesagt, auf Monster fokussieren, aber... Wo müssen wir jetzt hin? Ach so, wir müssen wahrscheinlich einfach... Ah, das ist wie so eine Brücke da, das Tentakel. Das ist aber jetzt aber richtig weit, ey. Jetzt müssen wir wirklich richtig weit schwimmen. Jetzt müssen wir wirklich warten, bis der Fisch richtig weit weg ist, weil das ist eine weite Strecke, die wir da gut machen müssen, bevor uns der Fisch frisst. Gucken wir mal. Wo der überhaupt lang schwimmt. Jetzt geht er noch... Ne, jetzt kommt er schon wieder. Ah, okay, also diese Strecke schwimmt, das heißt, wir müssen warten, bis der ungefähr bei dieser Insel da auf der genau gegenüberliegenden Seite ist. Okay, jetzt schwimmt er da lang. Toll. Toll gemacht, Fisch. Kann er nicht einfach ein leichtes Pattern, einen kleinen Patrouillengang haben, der richtig schön weit weg führt? Aber ne, er schwimmt hier in so einer 8, oder? Ne, doch nicht. Das ist natürlich kacke jetzt. Wir müssen da auf jeden Fall auf dieses Tentakel, wir müssen auf diesen Turm, weil wir haben ja schon gesehen, das Monster, was den Vater darstellt, der ist auf den Turm hochgeklettert. Das heißt, wenn wir jetzt rausfinden wollen, was mit dem Vater passiert ist, warum der sich distanziert hat, ob der vielleicht eine Affäre hatte oder sowas, irgendwie so, müssen wir jetzt halt diesen Turm erklimmen und das rausfinden. Warum der sich damals von seiner Familie abgewandt hat. Aber Affäre wäre so dieses klassische Beispiel. Ah, hier ist wieder unser Schiff. Können wir da raufgehen und da reingehen, dann kommt... Hello? Ah, Hurt. Papa? It's me, Kay. Okay. Scherben auf dem Boden. Gibt es bestimmt auch irgendwas, was man da rein interpretieren kann auf Scherben, die auf dem Boden liegen? Okay, Hurt, also... Oh, jetzt ist hier wie so eine Art Alarm oder irgendwie sowas. Es wird immer hell und dunkel. Ach so, es kommt Feuer. Ah, okay, Feuer. Darum wird es hier so hell, weil hier Feuer ist. Heißt das jetzt, es ist eventuell ein Feuer ausgebrochen? Ist vielleicht damals in das Haus, in dem Haus, wo die gewohnt haben? Ist da vielleicht ein Feuer ausgebrochen? Alles wurde zerstört? Weiß ich nicht. Ob das bedeutet, könnte aber auch gar nichts heißen. Und es ist jetzt einfach hier nur, dieses Feuer hat nichts zu sagen, sondern ist einfach nur spieltechnisch jetzt sozusagen hier reingebracht. Wir müssen bestimmt, genau, wollte ich gerade sagen, wir müssen bestimmt den Aufwind nutzen. Aber vermutlich dürfen wir nicht in das Feuer selbst. Also wir müssen da reinspringen, denke ich mal. Ja, Hurt heißt ja, dass man halt verletzt worden ist, sozusagen. Okay, weiter geht's. Wir müssen jetzt den Turm erklimmen. Jetzt müssen wir halt hier ein bisschen Jumping Puzzle machen. Das kann ich ja ganz gut aus Guild Wars. Ist da was hinter? Nein, hier soll man vermutlich auch überhaupt gar nicht hin. Darum gehen wir mal schnell zurück. So, hier geht's weiter. Hier hoch. Hier kann man hoch. Was? Ah, da ist ein Secret. Darum ist auch das Feuer. Das war jetzt zum Glück der Hinweis, dass man eventuell hier auf diese Plattform muss aus irgendeinem Grund. Wegen dieser Flasche. Ich hasse es zu kämpfen. Warum können nicht alle nett zueinander sein? Was interessieren mich die Probleme anderer? Tut mir leid, ich bin nur so müde und brauche jemanden zum Reden. Ich wollte sagen, zum Schließen sagen, aber da steht natürlich nur Schließen, damit man das hier zumachen kann. So, auf, hoch geht's. So,
Alles klar. Weiter. Oh, da kommt jetzt was auf uns zu, oder? Genau. Da sollten wir nicht. Das wird uns wegschubsen, oder? Genau. Müssen wir aufpassen. Da können wir also nur durch, wenn das gerade nicht an ist. Kann es nicht immer so rot sein? Da sieht man wenigstens, was abgeht. Okay, ja, es wurde von irgendwas Großem angegriffen. Das hier ist irgendein Hochhaus, was halt angegriffen worden ist. Wie das zu interpretieren ist, weiß ich jetzt gerade noch nicht, aber finden wir vielleicht noch raus. Warum wurde das Hochhaus angegriffen? Was könnte das bedeuten? Das hier ist ein Spiel für Deutschlehrer. Die lieben es ja, Sachen zu interpretieren und Farben zu deuten und sonstige Sachen zu deuten. Perfekt für Deutschlehrer. So. Und hoch. Oh, da ist Sunny. Das war auch echt hoch. Also gerade als wir der Möwe gefolgt sind, sind wir, glaube ich, noch ein bisschen hier in diesem Haus unterwegs. Das war ultra hoch. Wir waren noch... Oh, da unten ist was. Wir waren noch nicht mal in der Nähe von dem... So. Noch nicht mal in der Nähe von dem Ende. Hallo, Flaschenfreund. Was ist seltsamer, dass ich ein paar von diesen Monstern erkenne oder dass ich nicht alle erkenne? Ja, stimmt. Das ist eine gute Frage. Gar nicht so blöd. So. Sind wir jetzt? Achso, jetzt müssen wir darüber wieder, oder? Dann kommen wir wieder auf den normalen Weg, glaube ich. Nee, das ist nicht der normale Weg. Ich hoffe, das Feuer tut uns nichts. Müssen wir jetzt im richtigen Moment hochspringen? Mache ich einfach mal. Okay, gut. Das Feuer scheint uns nichts zu tun. Das ist nur anscheinend nur kosmetisch, dass man erkennt, dass da ein Aufwind ist. Und dass man auch irgendwie erkennen kann, wo der Aufwind überhaupt herkommt. Aber das scheint nicht schlimm zu sein, dieses Feuer. Ist auch vielleicht gar... Was auch krass ist, wenn das Feuer angeht, dann hört sich's fast so an, als ob es schreit. Also als ob Menschen schreien. Aber auch hier interpretiere ich vielleicht einfach wieder zu viel rein. Vielleicht wäre ich ein echt guter Deutschlehrer. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht mehr, ob wir auf dem normalen Weg sind, weil wir haben ja gerade ein Secret gefunden mit dieser Flasche, wo man eventuell gar nicht lang soll. Oh, hier ist echt viel. Okay, jetzt haben wir hier mehrere Ausgänge, oder? Einmal hier. Nee, da geht's einfach nur abwärts. Ich glaube, da wird man dann runtergeschubst. Und dann muss man wieder von neu starten oder sowas. Hier, das war schon der richtige Weg, den wir gemacht haben. Alles klar. Okay. Jetzt wird's hier... ist der für mich ein Abgrund? Nee, okay, eine normale Plattform. Ich dachte schon, ich muss jetzt hier wirklich präzise Sprünge machen. Das mussten wir nämlich bisher in diesem Spiel noch nicht. Präzise Sprünge machen. So, hier sieht man so schlecht. Die müssten das echt mal öfter machen hier mit dem Windzeug. Hier müssen wir jetzt schnell durch. Hier gehen wir mal safe. Hier sind wir, glaube ich, safe, oder? Ja, sind wir. Oh. Ja, wenn man getroffen wird, dann wird man auch direkt runtergeschleudert. Also wir müssen wirklich warten, bis das aus ist, damit wir weiter können. Und jetzt. Nein, nach links. Okay, gut. Puh, mal Glück gehabt. Ich dachte, da war irgendwie ein Loch, wo man sich reinstellen kann oder sowas. Ja, ich glaube schon, dass das die Mutter war. Also, das kann man so interpretieren. Sind das hier heiße Stäbe? Wir müssen es rausfinden. Wir gehen einfach mal drauf. Wir sind keine heißen Stäbe, okay. Wow, da ist er. Aber man kann ein bisschen gegen ankämpfen, okay. Das war jetzt unerwartet, dass da auf einmal doch nochmal sowas vor uns war. Hier ist ein Loch in der Wand. Bringt aber. Ja, gut. Bringt halt gerade nichts. Gehen wir weiter. Aber dass das hier immer so schreit. Und jetzt ist es hier wirklich schnell hintereinander. Jetzt sind wir schnell vorbei. Und aufpassen, dass wir nicht zu weit gehen. Ist da hinten vielleicht irgendwas? Ne? So, und. Achso, hier ist das doch. Okay, hier müssen wir rein. Alles klar, Glück gehabt. Wieder nach unten. Oh, und sogar richtig tief weit nach unten, okay. Aber vielleicht kriegen wir irgendwann mal einen Fahrstuhl, der uns dann ganz hoch bringt. Ich dachte nämlich eigentlich auch, dass das Ziel dieses Turms nach oben zu kommen ist. Wait. I recognize this furniture. Is this Papa's office? Ah, dieses Hoch. Jetzt wissen wir. Okay. Jetzt wissen wir schon mal, was das für ein Hochhaus ist. Das ist das Büro des Vaters. Und wir haben ja bereits schon gehört, dass die Kinder das scheiße fanden, dass der Vater so oft arbeiten musste. Die haben ja schon gesagt, muss er wieder arbeiten und sowas. Das ist klar. Also gerade wenn der Vater eventuell ein Workaholic ist, dass dann hier in dieser Fantasiewelt natürlich auch ausgerechnet die Arbeit mit dem Vater verbunden wird.
Hallo Flaschensammler, hast du zufällig Höhenangst? Als Kind litt ich darunter, aber irgendwann ist sie verschwunden. Ja, aber dadurch, dass das hier so zerstört ist, ja, das kann man auch auf mehrere Arten interpretieren. Entweder einfach direkt, tatsächlich, das Büro des Vaters damals wurde zerstört und da war irgendein Unfall und deswegen ist irgendwas passiert. Oder auch das ist metaphorisch zu sehen und das ist einfach nur so zu interpretieren, wie zerstörerisch sozusagen die Arbeit des Vaters für die Familie war. Wissen wir nicht. Werden wir aber vielleicht noch rausfinden. Oh, es ist noch ganz schön hoch, ey. Junge, Junge. Aber da oben ist irgendwas, das habe ich schon gesehen. So, und hier müssen wir uns jetzt ein bisschen beeilen. Oh, das kommt aber... Oh, nee, man hat genug Zeit. Okay, dann... Oh, nein. Ja. Oh, und da kommt jetzt auch noch der Fisch. Wenigstens werden wir nicht gefressen. Ich habe gerade ein Achievement bekommen, als ich mich hier drauf gesetzt habe. Okay, das hier ist erstens ein Spawnpunkt und zweitens gibt es ein Achievement. Habt ihr natürlich nicht gesehen, weil es wieder so ein blödes Overlay ist von Origin. So, jetzt aber schnell vorbei. So, jetzt haben wir es geschafft. Okay, alles klar. So, wo müssen wir jetzt hin? Müssen wir da runter oder müssen wir da rüber? Hä, sind wir da nicht hergekommen? Ne, wir müssen, glaube ich, her, aber dann laufen wir doch nur einmal im Kreis, oder? Wenn wir jetzt hier wieder runterspringen, oder können wir uns hier irgendwo festhalten? Ne. Aber sind wir nicht von... Ne, hier sind wir definitiv nicht hergekommen. Okay, ne, hier sind wir nicht hergekommen, okay. Weiter geht's. Ja, ich bin schon echt gespannt, was ich... Achso, okay, das geht nicht. Ich dachte schon, das kommt auf uns zu. Ich bin schon echt gespannt, wie sich das letzte... I don't know what to do. He seems so angry. Ah, das ist es. Jetzt haben wir es ein bisschen mehr interpretiert. Dieses Feuer, was hier immer kommt, dass alles so rot wird. Das sind klar, ist richtiger Deutschlehrer. Hätte man das natürlich rausgefunden. Rot bedeutet Wut, klar. Also, dass hier immer dieses Feuer kommt und dass diese Schreie kommen und sowas. Dabei gleichzeitig, das bedeutet Wut. Hier haben wir aber irgendwas, oder? Irgendwas können wir hier finden, bestimmt. Nee, ist das hier... Ach doch, hier ist ein Secret. Ja, das bedeutet also Wut. Der Vater war also ein sehr wütender Mensch anscheinend. Weißt du, immer wenn ich glaube zu wissen, wie der Hase läuft, wirkt mir das Leben einen rein. Außer ich rechne mit dem Schlimmsten. Das trifft immer zu, ja. Da hören wir es jetzt auch nochmal. Also, es kommt halt immer das Schlimmste und... ja, wenn was kommt, dann kommt auch alles gleichzeitig. Allerdings muss ich jetzt ehrlich sagen, bisher wurde der Vater nicht als so ein richtig krasser, wütender, Brutalo-Dad dargestellt, weil erstens die Kinder, die den Bruder gehänselt haben, haben gesagt, dass der Vater selbst ebenfalls ein Feigling und ein Weichei ist und dass er schwach ist. Und auch die Mutter hat gesagt, als sie kurz miteinander gestritten haben, dass er ein Feigling ist. Also schien der Dad, wurde bisher eigentlich eher schwach dargestellt. Und jetzt hier, wenn man aber dieses brennende Gebäude interpretiert und diesen Zorn, dann sieht er doch eher, wie gesagt, ein bisschen stärker und zornig aus. Aber er passt halt nicht ganz so in dieses typische... No. I need to get myself together. In dieses typische Brutalo-Bild passt er auch nicht ganz rein. Was ist denn das hier eigentlich? Nichts, einfach nur eine Baustellenlampe. Okay, alles klar. Das ist aber lange an. Okay. Ich wollte schon mehrmals einfach losgehen, weil ich dachte, ich habe das Timing mittlerweile drin. Aber das Timing ist nicht für alle Dinger gleich, wie ihr seht. Manche sind wirklich lange an. Das war jetzt immer nur kurz aus und dafür lange an. Also man darf hier nicht einfach denken, ja, ich habe das Timing drin und dann starte ich schon mal los. Das scheint hier für jedes von diesen Dingern einzeln zu sein. So, wir gehen erstmal unten lang, finden hier bestimmt noch eine Flasche, oder? Nee. Gut, wir könnten da jetzt runterspringen, aber ich glaube, dann kommen wir nur irgendwo hin, wo wir schon mal waren. Und das habe jetzt keinen Bock, nochmal neu zu laufen. Von daher gehen wir mal hier weiter. Jetzt sind wir aber auch... Ja, jetzt sind wir gleich oben. Oh, wir haben es geschafft. Und da ist das Chamäleon, was wütend ist und ebenfalls Feuer spucken kann. Okay, da müssen wir jetzt vermutlich auch aufpassen. Der wird jetzt auch in bestimmten Intervallen... Genau, in bestimmten Intervallen wird er jetzt hier Feuer spucken. Und wir müssen jetzt gucken... Oder? Macht das in Intervallen? Nee, macht er nicht. Okay, doch nicht. Falsch interpretiert. Jetzt diesen Bosskampf. I can't take this anymore. Okay, ich halte es nicht mehr aus. Ich gehöre nicht zu ihnen. Oh. Okay. Okay. Oh
no. I'm sorry. I don't know how to handle this. That's okay. I mean, I'll listen if you need me. I'm here. No, it's not enough. It's not right. Ja, irgendwas hat der Vater gemacht, dass er sich schuldig für irgendwas fühlt. Und jetzt ist auch eine Träne verloren, genauso wie auch schon vorher, glaube ich. Wer war das? Wer die Träne von? War das der Rabe, der Bruder? Weiß ich nicht genau. Und er hat gesagt, ich gehöre nicht zu ihnen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob er damit die Familie meint, dass er sich selbst dieser Familie nicht mehr zugehörig fühlt. Oder ob er nochmal was anderes meint. Aber das Wasser ist jetzt bis ganz oben gestiegen. Das ist jetzt richtig hoch. Ich meine, wir haben ja diesen ultimativ hohen Turm erklommen. I'm so tired. But I need to help him. One step at a time. We have to find my boat. Das ist da. Ist schon echt krass, um was sich Kay hier alles kümmern muss. Im Prinzip jeder Einzelne der Familie hatte Probleme und Kay selbst natürlich auch noch. Und trotzdem ist jetzt Kay diejenige, die sich um alles kümmern muss. Die ist die Erwachsene sein muss, die hier vernünftig sein muss, um irgendwie die Familie zusammenzuhalten und alle... Okay. Me? Maybe he can't see me. Has Papa forgotten that I'm here? Okay, der macht jetzt hin und wieder hier diese Wellen. Und sogar echt große Wellen. Das sind ja Riesenwellen. Aber ich glaube nicht, dass der Vater meint, dass Kay... Oh, Verderbnisgesiegen. Ich glaube nicht, dass das so gemeint ist, dass Kay alle kaputt gemacht hat. Alles kaputt gemacht hat. Alles kaputt gemacht hat. Ich glaube fast, dass er eventuell sogar die Mutter meint, aber ich bin mir nicht sicher. Gucken wir mal. Tja, Leute, da ist gerade mein Spiel gecrashed. Genau in dieser Cutscene. Zum Glück hatte das Spiel kurz vorher gespeichert. Ich musste jetzt nur hier dieses letzte Cinematic nochmal gucken. Und jetzt sind wir wieder hier. Jetzt versuchen wir es einfach nochmal. Vielleicht schaffe ich es ja jetzt. Die Cutscene zu gucken. Wie gesagt, ich glaube, mit sie hat alles kaputt gemacht, ist halt wirklich die Mutter gemeint. Die sich ebenfalls, also die beiden Eltern haben sich halt voneinander entfernt. Mal gucken, Mama, wir werden es bestimmt... Oh, muss länger gedrückt halten. Wir werden es bestimmt rausfinden. So, ja, scheiße, ich werde die ganze Zeit weggedrückt und deswegen funktioniert das Verderbnis-Einsammeln hier gerade nicht. Ja, jetzt satt. So, mal gucken, ob das Spiel jetzt durchhält. I just need to be more patient and understanding. If I give him space, then everything will be fine. Ja, die Eltern haben sich nicht gut verstanden. Okay. Ja, also es war die Mutter gemeint und nicht Kay. Kay hat ja kurzzeitig gedacht, sie ist die, die gemeint ist mit, sie hat alles kaputt gemacht. Aber nein, es ist nicht so. Okay, wir werden jetzt hier von den Wellen auch immer weiter weggedrückt. Das heißt, wir müssen jetzt hier das Timing einigermaßen drin haben, dass wir genug Zeit haben, die Verderbnis wegzumachen, bevor da die nächste Welle kommt. Und das hat geklappt. He needs me to listen. If I do that, then everything will be great. Okay. Beide Elternteile sagen jetzt hier im Prinzip das Gleiche, dass die Bedürfnisse des jeweils anderen nicht respektiert werden. Und so denkt halt jeder von den beiden, dass er jeweils das Opfer ist und der andere muss sich sozusagen anpassen. Hallo. Oh. Sind wir da aus Versehen gegen das Tentakel gefahren? Verderbnis beseitigen. Schneller bitte. Da kommt die nächste Welle. Können wir da vielleicht gegen anschwimmen? Naja, langsam wird die Verderbnis aber weniger. Man muss es einfach in mehreren
in mehreren Tries machen. I can encourage him, support him. I will never be happy with her. If I found silence. No! This is too much! Okay, die Mutter hat aber anscheinend versucht, sich auf den Vater einzustellen. Aber er wollte jemand weniger, was weniger, jemand Neues, jemand anderen. Obwohl die Mutter anscheinend versucht hat, sich einzustellen auf den Vater und seine Bedürfnisse. I wanted to help him. I needed to help him. But this, what can I even do here? It's too painful. Ja, und was will da? Ja, und was will dann natürlich die Tochter, die jugendliche Tochter, was will die dann natürlich gegen machen, wenn sich die Erwachsenen so voneinander entfernen? Schwierig. Naja, in der nächsten Folge werden wir aber auf jeden Fall jetzt hier Glowy wieder befreien und mal gucken, wie es weitergeht mit diesen Eltern. Und genau, was jetzt eigentlich letztendlich mit Sunny ist, wissen wir immer noch nicht, aber der dürfte ja immer noch da gestrandet sein mit seinem Schiff. Werden wir vielleicht noch rausfinden in der nächsten Folge. Ich sage jetzt erstmal Tschüss und wir sehen uns die Tage wieder. Ciao, Leute.